Hallo Leute, hier ist euer Andi, heute mit einer Review der 12. Folge Staffel 6 von The Walking Dead. Wie immer vorab die Warnung vor Spoilern, von denen es hier natürlich einige geben wird. Heute gab es mal wieder eine sehr geile Folge. Los ging es mit Carol, die Kekse gebacken und verteilt hat, und wie wir in den letzten Folgen gesehen haben, ist immer dann, wenn Carol den Ofen anwirft, früher oder später der Arsch aber mal so richtig ab. Außerdem sehen wir, dass Carol doch sehr mit sich zu kämpfen hat. Sie führt sowas wie eine Todesliste und fordert Maggie auch später auf, sich nicht an dem weiteren Vorhaben der Gruppe zu beteiligen, weil sie es gerne sehen würde, dass Maggie einen anderen Weg einschlägt als sie selbst. Außerdem scheint Armor seine Pfeile diesmal in Carol und Tobin zu schießen. Beide kommen sich näher und es kommt auch zu einem ersten Kuss. Drama gibt es allerdings an anderer Stelle, denn Abraham zieht aus dem Haus, in dem er mit Rosita und Eugene wohnt, aus und weg und begleitet das Ganze nicht gerade mit den einfühlsamst möglichen Worten. Rick trommelt nach der Rückkehr vom Hilltop alle zusammen und verkündet seinen Plan, Negan und die Xaviers auszuschalten, was bei ihm natürlich nichts anderes heißt, als sie zu töten, die Geisel zu befreien und fortan mit Hilltop zusammenzuarbeiten. Morgan hält, wie zu erwarten war, wenig von dem Plan, die anderen einfach nur umzubringen. Seine Einwände finden aber, ja, auch wie zu erwarten war, letztlich kein Gehör. Der Angriff ist für die Nachtstunden geplant. Mit Hilfe des Hilltop-Einwohners, der bei der Geiselnahme mit dabei war, erstellen sie einen ungefähren Lageplan und sondieren tagsüber noch die Umgebung. Außerdem killen sie ein paar Zombies und suchen sich den aus, der Gregory am ähnlichsten sieht. Denn wie in der letzten Folge angedroht, lautet der Deal ja Geisel gegen Gregorys Kopf. Dann läuft zunächst auch alles nach Plan. Carol und Maggie haben den Auftrag, die Umgebung im Auge zu behalten, während sich Rick mit Gruppe ins Gebäude reinarbeitet. Es gelingt lautlos zunächst, die Wachen und ein paar Xaviers zu überraschen und teilweise im Schlaf zu töten. Dann werden sie allerdings von einem Xavier überrascht, der Alarm schlagen kann und eine wilde Schießerei beginnt. Letztendlich können sie alle Xaviers ausschalten, allerdings aber auch nur vermeintlich alle. Denn gerade, ja, als sie am Runterkommen sind, versucht ein Xavier auf Daryls gestohlenem Motorrad zu fliehen, wird angeschossen und fällt von der Maschine. Gerade als Rick und Daryl ihn alle machen wollen, hört man aus einem Funkgerät, das der Xavier bei sich hat, eine Frauenstimme, die die Gruppe auffordert, ihre Waffen fallen zu lassen, und als Druckmittel sagt sie, dass sie eine Carol und eine Maggie in ihrer Gewalt haben. Und damit haben wir natürlich wieder mal einen dieser dramatisch spannenden Cliffhanger für die nächste Folge. Wie gesagt, tolle Folge. Ich würde ihr eine 8,5 bis 9, ja eher eine 9 geben. Ja, wie im letzten Video schon angekündigt, werde ich die nächsten beiden Folgen nicht reviewen können, da es jetzt in Urlaub und in eine Sky- und Internetfreie Zeit geht. Danach werde ich dann für beide Folgen eine gemeinsame Review machen und dann geht es ja auch schon stramm Richtung Saisonfinale, von dem ich mir nicht weniger als einen gigantischen Paukenschlag erwarte. Ebenfalls nach dem Urlaub werde ich eine kleine Serie starten, in der ich verschiedene Handlungsstränge und Charaktere der Comic- und der TV-Umsetzung von The Walking Dead miteinander vergleiche. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis dahin dann, euer Andi.